Hallo ihr Lieben und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in Orks Must Die auf dem Kanal Rappelzappel. Ja Freunde, ich habe mich seit der letzten Runde, echt hier mit dem Level das Nadelöhr intensiv beschäftigt. Ja, ich bin fünfmal hatte ich nur ein Skull rausgekriegt und einmal hatte ich zwei Skulls. Freunde, ich muss euch wirklich sagen, das Nadelöhr, ich weiß nicht, welche Technik man da am besten anbringen sollte. Was ich aber festgestellt habe, ist die beste Methode, so für den letzten Kampf sozusagen, ja, ist wirklich, wenn du die Weberin des Stahls nimmst. So, wenn du das Ganze natürlich, dass die Oger auch noch richtig schön Schaden fressen, also mit mehr Wumms etc., anders kommst du da nicht durch. Ich habe natürlich auch die andere Weberin, habe ich mal probiert hier. Wie heißt denn die andere hier nochmal? Weberin der Elemente. Ist zwar so ganz witzig, ja, man hat hier halt auch seine Feuerarmbrust und sein heiliges Schwert. Das heilige Schwert, ja, ich weiß nicht, was daran heilig ist. Ist im Grunde genommen eigentlich genau dasselbe Schwert. Ja. Was interessant war, war die Flammenarmbrust. So, damit konnten wir die Gegner schon mal so ein bisschen in Brand setzen. Aber letztendlich habe ich das mit Weberin der Elemente nie geschafft. Also die besten Erfolge konnte ich wirklich, und hier Weberin des Wissens, schneller laufen, bringt alles nichts. Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, bringt alles nichts. Und Weberin des Stahls ist auf weite Sicht gesehen, doch sehr effektiv. Und deswegen werden wir das auch weiterhin benutzen. So. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet. Ja, was gibt's zu dem Level zu sagen? Dieses Level ist extrem scheiße schwer. Es ist wirklich extrem scheiße schwer. So, jetzt bin ich wieder auf den falschen Knopf gekommen. Das klingt wirklich nach Spaß. Auf den Steam-Knopf hier. Ja, dieses Level ist wirklich extrem scheiße schwer. Ich muss versuchen, die ersten Flugviecher, die hier rauskommen. Ja, das ist so ein kleiner Trick. Die ersten Flugviecher, die rauskommen, die muss ich, ja, mit einem Headshot, mit einem schönen Header, muss ich sie niederstrecken. Da fordert ein bisschen Zielstrebigkeit, ein bisschen Zielwasser. Ich habe jetzt ein Ziel Kaffee gesoffen. Ja, ich hoffe mal, dass das auch wirkt. Aber ansonsten, Freunde, wir müssen uns hier echt, das ist, ja. Du musst das hier alles schön mit Fallen ausstaffieren hier, aus Staffetten. Ja. Die ganzen Flugviecher, zum Glück kommen die Flugviecher nur von einer Seite. So, das heißt, mein Plan ist es, Freunde, mein Plan ist es, dass wir auf der Seite hier im Grunde genommen die Bogenschützen haben. Also damit hatte ich bis jetzt die beste Erfahrung gehabt. So, wir müssen ihnen den Weg ein bisschen länger machen. Das heißt, wir machen das hier zu und stellen hier ein paar Bogenschützen hin. So, müssen das Ganze hier nochmal verlangsamen. Ist im letzten Game oder in den letzten zwei, ja, könnte das, müsste eigentlich so funktionieren, dass wenn wir die Orks, die Oger, wenn wir mehr Schaden machen mit den Fallen, die Oger, dürften die Oger hier eigentlich gar nicht mehr durchkommen. Was hier die Seite angeht, ich habe es eine Zeit lang, habe ich es probiert, dass ich das hier auch mit den Barrikaden zumache, ja. Was aber ein bisschen doof war, ich habe mich letztendlich dazu entschieden, dass ich hier unten drei Paladine hinstelle. Und dann lief das Ganze auch perfekt. Dann lief das Ganze auch ganz sauber und effektiv ab. Ja. So habe ich mir das gedacht und ich denke mal, so könnten wir das auch weiterhin fabrizieren. So. Mir kommt da gerade eine neue Idee. Aber nee, das würde nichts bringen. Wir könnten hier noch ein paar Bogenschützen, aber nee, das kostet einfach zu viel. Wir brauchen wirklich jeden Bogenschützen. Jeden Mann brauchen wir hier auf der Seite, wegen den Flugviechern auch, weil in zwei oder drei Runden, da kommen die echt in Massen an, So, ich frage mich auch, ob es nicht effektiv wäre, wenn wir hier oben noch eine Stachelfalle hinmachen, dass die von hier oben schon mal gleich angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist, ob man das so machen kann. Wenn wir hier oben nämlich die Wall hinmachen für die Flugviecher, dann müssten die eigentlich davon auch angegriffen werden, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir müssen auf die Bodeneinheiten. Nee, komm, um die Flugeinheiten, um die kümmern wir uns. Wir müssen die Bodeneinheiten hier wegkriegen.
Und ja, das erfordert natürlich jetzt sehr viel Geduld, Taktik und Geschick. Okay, gehen wir mal zum Setup. Wir brauchen... So, die Verlangsamung brauchen wir auf jeden Fall. So, wir brauchen auf jeden Fall die Stachelfallen. Die Verlangsamung brauchen wir. Die Wall brauchen wir. Unsere Bomben brauchen wir. Wir können zeitweilig für die Flugviecher, können wir uns auch den Kettenblitzring nehmen. So, ich habe nämlich festgestellt, die Flugviecher sind sehr immun gegen die Blitze. Ja, war sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dadurch, dass ich das Level geschafft habe, gibt es hier auch eine Bodenfalle. Den Sporenpilz bekehrt Gegner. Ist in der Hinsicht ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das auch auf die Ogre wirkt. So, also auf Orks wirkt es. Aber auf die Ogre sollte das eigentlich auch wirken. Dann könnten wir uns nämlich so einen Ogre umpolen, der uns so ein bisschen unterstützt. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Ja, würde ich mal so sehen. Wäre vielleicht eine Maßnahme, aber ich will es nicht ausprobieren. Hier, den Zermalma bringt auch nichts. Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, der Zermalma bringt hier überhaupt gar nichts. Weil die Ogre, um die es eigentlich geht, die werden nicht eingezogen. Und die Räume so zu verengen, dass sie da nicht durchkommen, ist einfach zu kostenintensiv. Ja. So, was können wir noch mitnehmen? Wir können nochmal hier unsere Barrikade, ganz wichtig, die Bogenschützen, die Paladine. So, was können wir jetzt noch machen? So, was wäre jetzt noch effektiv? Am effektivsten wäre für die letzte Instanz sozusagen... Entweder den Schwengeldengel, der kostet aber zu viel, da wäre ich eher für die Stampfer. Dann machen wir uns ein paar Stampfer hin. Ja, so. Mit dieser Aufstellung werden wir in den Krieg ziehen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, auch wenn ich sage, ja, also alles, was unter 4 Skulls ist, wird nicht weitergeführt. Freunde, ich bin froh, wenn wir das hier hinter uns kriegen. Also eigentlich habe ich das schon geschafft, aber ich möchte das gerne hier auch live noch festhalten. Ja, dass ihr mal sehen könnt, wie, ja, wie schwer das ist. Habt ihr eigentlich schon im letzten Video gesehen, wie schwer das eigentlich sein kann, hier überhaupt eine Schnitte zu sehen. Ja. Und wir haben ja hier echt, Freunde, wir sind ja hier echt verzweifelt sind wir hier. Ja. Sind wir ja schon echt verzweifelt. So. Worum geht es jetzt? Wir müssen jetzt versuchen, das hier unten erstmal sicher zu machen. So, das heißt, wir stellen uns hier ein paar Barrikaden auf. Das wird sich hübsch an dir machen. So. Dann brauchen wir hier unten noch ein paar Bogenschützen. Die müssen wir versuchen, in der ersten Runde noch weitestgehend zu unterstützen. Kann jetzt hier noch keine Dingsfallen mit hinmachen. So, den Rest. Wie viel haben wir jetzt da? 4 Bogenschützen. Das muss ausreichen. Das muss. Freunde, das muss ausreichen. So, ansonsten für 300 würde ich hier die Fallen aktivieren. So, mehr geht nicht. So. Jetzt nochmal einen Schluck getrunken, bevor es aufgeht ins Gemetzel. So, seid ihr bereit? Okay. Ich bin es zwar nicht, aber das ist, ey, Freunde, das ist echt. Ich saß jetzt da noch ein paar Stunden da dran, ne? Um das bestmögliche Ergebnis da rauszukriegen, kannst du vergessen. Kannst du echt vergessen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten los. So, die ersten Flugviecher müssen wir echt versuchen hier. Oh, ist die Moos richtig hier? Die ersten Flugviecher müssen wir echt versuchen, dass wir ihnen einen Kopfschuss verpassen. So, okay, das ist sehr gut. Die haben wir schon mal abgefertigt. Jetzt müssen wir uns um die hier kümmern. So. Hier könnte man natürlich auch einen Kopfschuss verabreichen, aber... Das würde einfach zu viel Zeit dauern. Das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Da jetzt auch noch einen Kopfschuss zu verteilen. So, so weit, so gut. So weit, so gut. Jetzt müssten sie von der anderen Seite, glaube ich, kommen. Jetzt kommen sie nämlich von der Seite. Sie sind unten. Ein kleines Geschenk für dich. Das wird Spuren hinterlassen. So, könnten wir hier nochmal eine Wall aufstellen? Geht das? Bitte? Mehr geht nicht. Scheiße.
Ja, die müssen wir jetzt per Hand abfertigen. Und in der nächsten Runde wird es echt schwierig, Freunde. Da wird es echt schwierig. Wir müssen gucken, dass wir hier so viel wie möglich jetzt raushauen können. An Gold. Wir müssen hier echt ein paar Taler rauskriegen. So, ein paar Bomben hier noch zur Unterstützung schmeißen. Ja, das war jetzt nicht so effektiv gewesen. Komm, die müssen wir hier noch umkriegen. Die müssen wir hier noch wegkriegen. So, okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Freunde, das wird jetzt hier nicht, das wird kein Zuckerschlecken. Das wird kein Zuckerschlecken. So, lass mal hier wenigstens einen Paladin. Vielleicht funktioniert das, Freunde. Vielleicht funktioniert das. So. Nee, komm, renn mal, renn mal, renn mal, renn mal, renn mal, renn mal. Haben wir hier wieder Flug... Oh, wir haben die Kleinen, wir haben die Kleinen, wir haben die Kleinen. Ah, die werden auf der anderen Seite auch durchkommen. Scheiße, 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 scheiße. Also, du schaffst es nicht hier, dass keiner durchkommt. Das schaffst du nicht. Das kannst du vergessen. So, das kannst du vergessen, dass hier keiner durchkommt. So. Wir müssen so schnell wie möglich versuchen, dass der Paladin sich wieder hochheilen kann und sowas. Gut, das wäre eine Maßnahme. So, jetzt müssen wir nach oben. Oh, 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 wir müssen nach oben. Ey, Freunde, das ist kein Zuckerschlecken. Du schaffst das nicht hier, dass hier keiner durchkommt. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. So, das schaffst du nicht. So, ich hab's bis jetzt nie geschafft. So, einer ist durchgekommen. Einer ist auf jeden Fall durchgekommen. Ja, da kannst du aber nichts gegen machen. Da kannst du nichts gegen machen, Freunde. Das müsst ihr mir nachsehen. Das müsst ihr mir echt nachsehen. So, hier können wir jetzt versuchen, dass wir den Raum ein bisschen einengen können. Dass die hier auf jeden Fall durch müssen. Mehr können wir hier nicht machen. Oh, das wird lustig. So, das heißt, die Weberin. Komm, lass mal die Weberin. Das haben wir ja aktiviert. Komm, die müssen sich auf jeden Fall ein bisschen hochheilen. Dass das wenigstens schon mal gegeben ist. Ja, dass wir das auf jeden Fall schon mal haben. Ansonsten würde ich jetzt hier nochmal ein Paladin hinsetzen. Was anderes geht nicht. So, das müssen wir gucken. Dass wir eine Seite soweit noch ein bisschen sicherer kriegen. Wir haben noch 1500. Ist nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Aber wir müssen das Beste daraus machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch ein paar Walls anbringen. Ist ja für den späteren Verlauf. Kann das ja nur vom Vorteil sein. Kann das ja nur vom Vorteil sein. So, mehr können wir nicht machen. Hier könnten wir vielleicht noch eine Dingsfalle mit hinmachen. So, setzen wir da noch ihn hin. So. Ansonsten, ich glaube, jetzt kommen schon wieder Flugviecher. Müssen wir mal drauf achten. Nee, die kommen jetzt nur von... Nee, die kommen von beiden... Nee, okay, die kommen von hier. Oh, da kommen Flugviecher. Ich sehe ja nichts. Scheiße, ich habe nichts gesehen. So, haben wir gekriegt, haben wir gekriegt. So, jetzt können wir uns hier um die kümmern. So, weil das ist auf jeden Fall schon mal eine Riesenentlastung. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Riesenentlastung, wenn diese Flugviecher auf jeden Fall weg sind. Einer ist auf jeden Fall durchgekommen. Also das wären keine 5 Skulls mehr. Aber darauf lege ich es in dem Dings jetzt ja auch nicht mehr an. Ich will das jetzt nur noch durchkriegen, Freunde. Ich bin ganz ehrlich, ich will das nur noch durchkriegen. Und es ist mir egal, ob 1 Skull oder 2 Skulls. Aber wir müssen das auf jeden Fall durchkriegen. So, ansonsten sehen wir hier keine Schnitte. Wir sehen hier echt keine Schnitte. So, lass mal hier... Ne, die 6. Komm. So, wir müssen hier unten noch mal ein bisschen verlangsamen. Noch mal die 5. Wir müssen sich hier unten ein bisschen verlangsamen. Unsere Bogenschützen ein bisschen Zeit haben. Okay, da geht nichts mehr.
Aber die kommen von allen Seiten. Die kommen von allen Seiten. Haben wir wieder... Wir haben wieder Flugviecher. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, wir müssen hinten unterstützen. Okay, das muss ausreichen, das muss ausreichen. Sie haben eine Barrikade zerstört! Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Wir müssen hier hinten unterstützen. Nee, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Freunde, die Welle haben wir überstanden. So, 3000 hätten wir. Lass mal um. Schnell die Weberin. Lass mal die Weberin hier um Rat fragen. Ansonsten weiß ich mir nicht weiter. So, lass mal die noch hier. Ihr wisst am besten, was ihr wollt. Okay. Nee, haben wir... Oh, wir haben das gar nicht aktiviert. Aktiviert. Bitte, 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 bitte. Ich brauche das. Bis später, schätze ich mal. Ich brauche das einfach. Oh, Freunde, ich brauche es. Das wird sich hübsch an dir machen. Ey. Das ist, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Das wird klasse. Das ist ja gepanzerte Ork. Alter Schwede! Alter, den kriegen wir doch nie weg, den kriegen wir doch nie weg, den kriegen wir doch nie weg. Scheiße, der haut uns die alle um, der haut uns die alle um. So, wie sieht's hinten aus? Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Können wir da mit dem Blitz was ausrichten? Ein Paladin ist gefallen. Wo ist denn der? Da ist er. Oh, kleiner Bug, wa? Ein kleiner Bug. Lass uns das nochmal machen. Ein kleiner Bug. Okay. So, wir haben ein bisschen was, So, das ist natürlich jetzt doof, dass der Dings... Das wird Spuren hinterlassen. So, aber lass mal versuchen, jetzt die Seite hier soweit noch ein bisschen sicher zu machen. Lass mal gleich hier auf die Dings gehen. So, dass das gleich hier Ogre Wumms macht, etc. Entschlossen, das gefällt mir. So, dass das einfach ein bisschen mehr Wumms macht. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein. Aber das war die Ogre hier auf jeden Fall so ein bisschen so. Wir sollten hier hinten nochmal einen Bogenschützen. Sollten wir noch aktivieren. Was mit euch hier? Rutscht mal ein Stück rüber, genau. Du noch ein Stück vor hier. Sehr schön, so. Okay, einen Bogenschützen stellen wir mal noch auf. Ja, wir haben hier definitiv zu wenig. Da muss mehr ran. Da muss mehr Mannmaterial muss hier ran. Wir brauchen mehr Kanonenfutter. Mein Bogen ist euer. So, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Freunde, auf geht's. Auf geht's. Ich bin froh, wenn wir das hier hinter uns haben. Bin ich ganz ehrlich, ich bin froh, wenn wir das hier mal hinter uns haben. Ach, Scheiße. Scheiße. So, sehr schön. Wie sieht es hinten bei dem Paladin aus? Können wir ein bisschen unterstützen? Ja, können wir ein bisschen unterstützen. Sehr schön, sehr schön. Kommen da noch mehr Flugviecher? Nee, sieht gut aus. Kommen noch ein paar Ogre. Ein paar Orks, meine ich.
Oh, da hinten ist was Action. Da ist Action. Bitte einmal durchwischen. Hab ich wieder die Barrikaden kaputt gemacht. Oh, da oben kommt was. Da oben kommt was Großes, den Gegner. Oh, was für eine Sauerei. Nee, da kam nicht Großes. Okay, alles klar. So, dann lassen wir das hier unten noch ein bisschen sicherer machen. Dass sie die Barrikaden hier immer umhauen, das ist ja, finde ich, nicht gut. Ich! Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein, andersrum. Lassen wir hier nochmal so ein Ding hinmachen. So, wieder Flugviecher? Ich hoffe nicht. Ja, Vorsicht, da sind Fallen. Ich weiß, Freunde, ich bin total angespannt. Ich hoffe, dass ihr mir das nachseht, dass ich in der Runde hier vielleicht mal so ein bisschen leise bin, mal so ein bisschen still. Ich bin echt angespannt, was das Ganze hier angeht. So, jetzt sollten wir hier nochmal kurz ein paar Dings anbringen. Wir müssen den Oger auf jeden Fall aufhalten. Ach Gott, jetzt kommt die schon wieder. Scheiße. Ja, wir müssen versuchen. Komm, ballert ihn ab, sehr gut. So, ich vertraue da hinten, dass die Paladine der Dude machen. Wir stellen dann gleich noch einen dritten auf. Oh, da kommen noch mehr. Scheiße, wir sind... Oh Gott, wir sind gestorben. Sehr schön. Hier unten, die Dinger müssen auch noch weg. Okay, alles klar. So, wir sind auch noch gestorben. Also, oh, wir sind welche durchgekommen. Wieso sind da welche durchgekommen? Wer ist denn da nochmal durchgekommen? Kapier ich jetzt nicht. Das kapier ich jetzt nicht. Ja. So, was können denn die Weberin noch? Blutungseffekt. Komm, machen wir mal Blutungseffekt noch. Dann machen wir das hinter uns. So, jetzt müssen wir auf Paladine setzen. Jetzt brauchen wir noch, auf jeden Fall, wir brauchen hier noch einen Paladin. Ein Paladin muss hier noch hin. So, dann haben wir drei Paladine. Ich denke mal, das reicht. Und hier brauchen wir jetzt noch ein paar Bogenschützen, die das Ganze hier so ein bisschen besser überwachen. Sagen wir mal so, ein bisschen besser überwachen. Ne, acht brauche ich. Hier, da noch einen Bogenschützen hin, da noch einen Bogenschützen hin, da noch einen Bogenschützen hin. Hier noch einen Bogenschützen hin. Ich weiß ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich diene dem Orden. Das muss einfach sein. Ich will das Game hier durchkriegen. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt hier oben auch nochmal welche. So, wir müssen die Oger so früh wie möglich, müssen wir die schon hier down kriegen. Die müssen richtig geschwächt sein. So, setzen wir hier nur ihn hin. So, ansonsten können wir hier nochmal einen kleinen Stampfer machen. So, ich denke mal, der Oger kommt schön durch die Mitte. Ein kleines Geschenk für dich. Los, setzen wir da einen Stampfer hin. So, das Ding müsste jetzt sicher sein. Okay, wir starten. Okay, sind ja schon sechse durchgekommen. So, hier unten kommt auf jeden Fall ein Oger. Wie ich das sehe. Nee, da ist, da können wir dich mal machen. Der Oger wird auf jeden Fall sterben. Da kannst du machen, was du willst. Der Oger wird auf jeden Fall sterben. Die Paladine halten den hier auch schon auf. Das ist, ja, sehr gut. Wir können uns hier oben drum kümmern. Wir kümmern uns lieber um hier oben. So, hier wird nämlich auch ein Oger langkommen. Das, ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Kannst du machen, was du willst. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein Oger lang. Ja, dass wir da jetzt gestorben sind, war natürlich nicht gut. Aber Freunde, ich will das einfach durchkriegen. So, vielleicht können wir das Nadelöhr irgendwie nochmal mit einer besseren Waffe oder sowas. So, hier unten wird nochmal Action. Hier unten gibt es nochmal Action. Da müssen wir nochmal ran.
So, aber ich denke mal, die Paladine schaffen das. So, hier können wir noch ein Dings mitnehmen. Komm, lass mal hier noch eine Wand hinmachen. Oh, sehr schön. Sehr schön, guck mal, die Paladine schaffen das. Die Paladine kriegen das auf jeden Fall hin. So, wir sollten, was können wir denn noch? Warte mal, lass mal schnell noch mal was machen. Das wird Spuren hinterlassen. Das ist schon ziemlich fies. So, okay, das reicht. So, wir müssen uns um hier oben kümmern. Ich weiß, das kostet jetzt alle zu viel Zeit, aber ich will hier noch ihn aufstellen. Kriegen wir hier noch einen hin? Kriegen wir noch hin. Okay, alles klar, sehr gut. Die Dinger müssen auf jeden Fall fallen. Die müssen. So, da kommt ein Feueroger. An dem müssen wir uns leider kümmern. So, sehr schön. Komm, der wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Sehr schön. Sehr schön. Hier liegt noch ein Coin. Sehr schön. So, aber hier ist definitiv noch zu wenig. Die Ogre haben alle noch ein bisschen zu viel Life. Meines Erachtens nach. So, dann können wir hier nochmal. So, sehr schön. Sehr schön. So, was machen die Paladine hier hinten? Läuft es? Ah, läuft gut, läuft gut. So, da kommen wieder Flugviecher. Mal ein bisschen betäuben hier, mal ein bisschen mithelfen, ein bisschen entgegenwirken. Kommen noch mehr Flugviecher. Kann man ein bisschen was abfangen? Das hat gesessen. Sehr schön. Sehr schön. Oh, da kommt noch ein großer Oger. Jetzt merke ich schon. Ich hoffe, dass der hier stirbt. Ja, der gepanzerte Ogre, guck mal. Sieht gut aus. Eine Barrikade wurde zerstört. Oh. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen Unterstützung leisten. Lass mal hier. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Nennt mir eine Richtung. Ich diene dem Ort. Ein Paladin ist gefallen. Freunde, das Ding sieht gut aus. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Ha. Sehr gut. Oh. Oh, 3 Skulls. Ha, noch besser. Ja, Freunde, das ist, ey. Habt ihr gesehen, ja? Also da steckt echt Action drin. Also hier muss echt Planung rein. Aber also wenn wir hier mal 4 schaffen sollten, dann ist das echt gut. So, ich denke mal, wenn wir nicht gestorben wären, dann hätten wir vielleicht 4 geschafft. Dann wäre das gut gewesen. Aber ansonsten, da gibt es nichts zu sagen. Also ich bin jetzt auf jeden Fall besser als die 2 davorigen oder die 2 Skulls, die ich davor gemacht habe. Ja, ich habe ja fünfmal habe ich das Ganze gespielt, 4-mal hatte ich 1 Skull und einmal hatte ich 2 Skulls. Ja, und jetzt hier mit euch zusammen haben wir jetzt 3 Skulls. Steckt ganz einfach ein bisschen Übung dahinter. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie das Ganze hier so zustatten kam, wa? Gut, ich würde jetzt hier erstmal einen Break machen. Ich muss jetzt erstmal wieder, weil das war jetzt echt eine Anstrengung wert gewesen.
Ja, ja, gibt ja welche, die flitzen denn da tausendfach durch die Portale durch, etc. Ich hab das lieber so gemacht und ich denke mal, das war so auch optimal gewesen. Gut, Freunde, dann würde ich das jetzt erstmal bei der Folge heute belassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis derweil. Servus.